Bevor ihr in einen fremden Kulturkreis reist, macht ihr euch üblicherweise davor erst einmal schlau, welche Benimmregeln und Konventionen am Urlaubsort gelten und auf was man besonders achten soll. Darf man sich nun in der Öffentlichkeit die Nase putzen? Wie sieht eine korrekte Begrüßung aus? Welche Themen sind in einem Land tabu? Heute möchten wir euch präsentieren, worauf man in Deutschland achten sollte. Man kann in Deutschland durchaus auch einige Freunde damit erfordern, indem man sie mit einem spontanen Besuch überrascht. Man soll sich sogar unter Freunden manchmal 2 oder 4 Tage vorher, bevor man sich trifft, schon auf eine konkrete Uhrzeit und einen konkreten Tag verabredeten. Begrüßungsregeln. Grundsätzlich grüßt er zuerst, der einen Raum betritt. Dies gilt im täglich privaten Umgang wie auch im Geschäftsleben. Wenn man in Deutschland jemanden vorgestellt wird, sollte man ihm die Hand zur Begrüßung reichen, Hand schütteln. Es nicht zu tun, wäre unhöflich. Schuhe ausziehen. Ist es in Deutschland unhöflich, den Gast zum Schuhe ausziehen aufzufordern? Grundsätzlich nein. Es gibt aber Situationen, wo der Gastgeber darauf verzichten würde, zum Beispiel bei einer Party mit Dresscode. Und die Gastgeber erwarten von ihren Gästen, dass sie saubere Schuhe haben. Diskutieren erwünscht. Ernsthafte Diskussionen in der Öffentlichkeit sind in Deutschland erlaubt. Die Deutschen mögen es, über Politik und Philosophie zu reden. Smalltalk oder Geplauder schätzen sie dagegen nie so sehr. Immer pünktlich sein. Kommen Sie nicht zu spät, jeder andere wird pünktlich sein. Guten Appetit! Man sollte nicht mit dem Essen anfangen, bevor der Gastgeber guten Appetit gesagt hat. Und Prost! Bevor man den ersten Schluck Bier nimmt, sollte man Prost sagen und dem Gegenüber dabei in die Augen schauen. Auf zum Geldautomaten. Bargeld regiert in Deutschland. In vielen Restaurants kann man nicht mit Kreditkarte zahlen. Die Deutschen sind durch ihre Liebe zur Ordnung und Sauberkeit bekannt. Die Straßen sind fast immer gereinigt. Überall stehen Mülltonnen. An jeder Haltestelle hängt der Fahrplan des öffentlichen Verkehrsmittels und der Stadtplan in der Nähe liegenden Umgebung. Die Straßen in Deutschland sind am Sonntag ruhig. Die Geschäfte sind geschlossen. Der Lärm ist an diesem Tag verboten. Viele Deutschen denken, dass man am Sonntag nicht arbeiten muss und erholen sich gerne unter den Freunden oder im Familienkreis. Diese Zeit bleibt für die Kommunikation, Spaziergänge, Ausflüge und Sport.